Hallo, ich bin Cello. Herzlich willkommen bei 360 Grad und heute stelle ich mich den 10 Fragen von Fabian. Cello, wir sind hier gerade an der Bentel Arena. Was verbindest du mit diesem Ort? Ja, in der Bentel Arena habe ich mit dem Karlsruher SC damals mein erstes Profi-Tor geschossen in der dritten Liga und ja, deshalb ist ein ganz besonderer Ort für mich. Dein kleiner Bruder Marvin spielt mit Darmstadt auch in der zweiten Liga. Was unterscheidet eure Spielweise voneinander? Ja, ich glaube, wir sind schon grundverschiedene Spielertypen auf jeden Fall. Ich glaube, mein Bruder ist eher der talentiertere von uns beiden auf jeden Fall. Er hat die Technik, er hat ein gutes Auge und ein sehr guter Offensivspieler. Und ich hingegen bin schon eher der defensiv ausgerichtete Spieler von uns beiden und ja, eher der Kämpferspielertyp. Im Dezember trefft ihr aufeinander. Habt ihr für das Bruderduell schon erste Wetten am Laufen? Nee, Wetten haben wir, da ist noch nichts abgeschlossen. Wie gesagt, es ist das erste Spiel von uns beiden gegeneinander. Deshalb für uns beide, glaube ich, ein sehr besonderes Spiel, auch für meine Eltern. Ja, ich hoffe einfach, dass wir beide gesund bleiben und jeder wünscht sich für sich natürlich den Sieg. Aber eine Wette haben wir bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Zuletzt hast du 3 Jahre in Belgien gespielt. Wie war es für dich, dort zu leben und zu spielen? Ja, Belgien war eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe 3 Jahre dort genau zwischen Brüssel und Antwerpen gelebt und bei einem Verein in Brüssel gespielt. Und ja, es war für mich eine schöne Zeit. Ich habe mich fußballerisch und menschlich weiterentwickelt, muss ich sagen. Habe viele, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und ja, bin auch sehr dankbar für diese Zeit. Und wie sieht es nach den 3 Jahren um deine Französischkenntnisse aus? Ja, wir hatten Französischunterricht 1 Jahr lang. Dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich nichts bringt, weil wir zum Großteil Englisch gesprochen haben im Verein. Ich in der Gegend gelebt habe, da hat man Flämisch gesprochen. Deshalb bin ich da mit Englisch schon weitergekommen. Deshalb habe ich dann mich eher aufs Englischlernen konzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat dich dazu bewogen, wieder nach Deutschland zurückzukehren? Ja, also erstmal ist mein Vertrag ausgelaufen, die 3 Jahre. Ja, ich bin dahin, ich wollte unbedingt aufsteigen, das haben wir dann auch im letzten Jahr geschafft. Mein Vertrag ist dann trotzdem ausgelaufen und ja, und ich habe dann gesehen, deutsche zweite Liga, die wahrscheinlich beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt bei Paderborn spielen darf in der zweiten Liga und ja, das war so der Hauptgrund. In welche Richtung wäre es für dich gegangen, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst? Boah, wahrscheinlich. Ich habe mich sehr für Anatomie interessiert. Ich habe auch Sportwissenschaften angefangen zu studieren. Zwar nicht allzu lang, weil ich dann in dem Zeitraum Profi geworden bin und dann ja, abbrechen musste. Aber ich glaube, so ja, in die Physiotherapie wäre ich schon gern gegangen. Oder vielleicht ja, so ein Café aufgemacht oder mehrere. Ich weiß es nicht. Mit meinem besten Freund zusammen haben wir uns überlegt, irgendwann mal sowas zu machen und ja, in die Richtung wäre es dann wahrscheinlich gegangen. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? In 3 Worten würde ich mich beschreiben, ehrlich, loyal und lustig. Humorvoll. Der erste Advent steht vor der Tür. Wie sieht die Weihnachtszeit im Hause Melem aus? Ja, die Familie kommt zusammen. Bei uns ist ja immer so, dass wir durch den Beruf Fußballer halt erst ja, die Winterpause nutzen können, um zur Familie heimzukehren. Da ich jetzt auch 3 Jahre im Ausland war und mein Bruder jetzt auch nicht mehr in der Heimat Fußball spielt. Deshalb ist es eine besondere Zeit für uns, weil dann alle zu Hause sind und ja, wir verbringen viel Zeit miteinander. Die ganze Familie sitzt zusammen und ja, ist eine sehr schöne Zeit bei uns auch. So wie bei jedem, denke ich mal. Damit sind wir schon bei der letzten Frage. Beim Thema Weihnachtsgeschenken. Eher Last-Minute-Shopper oder Früheinkäufer? Auf jeden Fall Last-Minute-Shopper. Wobei ich sagen muss, ich gebe mir echt immer jedes Jahr sehr viel Mühe bei den Weihnachtsgeschenken und versuche da jeden glücklich zu machen. Aber es läuft trotzdem immer darauf hinaus, Last-Minute, also auf den letzten Drücker. Aber ja, das kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr raus aus mir. Danke dir, Cello. Dankeschön.